Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Snowboard informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos. Dort habe ich euch einen Link hinterlegt, die könnt ihr direkt anklicken und da kriegt ihr verschiedene Produktempfehlungen zum Thema Snowboard. Ihr könnt also bei Gefallen sofort per Bestellbutton euch das Snowboard bestellen und schon ist es auf dem Weg zu euch. Beim anderen Link unter www.sport-abenteuer.de, wenn ihr den anklickt, könnt ihr euch noch viele weitere Kauftipps und Produktinformationen anschauen. So, und ich starte direkt mit Tipp Nummer 1. Ja, was für ein Modell brauche ich denn überhaupt, bevor ich eins kaufe? Also wollt ihr ein All-Mountain-Board haben, wo ich überall entsprechenden Einzweck habe? Möchte ich ein Freestyle-Board vielleicht eher haben? Oder ein Freeride-Board oder ein Race-Board? Es gibt dort viele verschiedene Modelle, also legt es erstmal für euch vorher fest, was genau wollt ihr haben? Seid ihr Anfänger? Seid ihr fortgeschritten? Seid ihr schon irgendwo spezialisiert? Und danach richtet ihr auch am besten das Board natürlich aus. Tipp Nummer 2, wichtig ist auch die Länge und die Breite. Gemäß eurer Körpergröße natürlich und auch eures Gewichtes gibt es im Internet verschiedene Richttabellen, wonach ich auch gehen kann, nach meinen Maßen und nach den Maßen des Boards, um dort auch entsprechend die richtige Größe nachher zu bestellen. Tipp Nummer 3, die Flexibilität. Also achtet gerade am Anfang darauf, dass ihr ein Board habt, was ihr entsprechend, ja, individuell einsetzen könnt. Wollt ihr es erstmal nur allgemein haben, nur zum Runterfahren im Berg? Wollt ihr damit auch ein Race fahren? Seid ihr doch eher im Freeride-Bereich unterwegs? Je flexibler ein Board, umso besser ist es eigentlich, um auch mal andere Bereiche oder andere Sparten mit dem Board entsprechend auszuprobieren. Tipp Nummer 4, die Beinstellung ist wichtig. Gerade auch vor dem Kauf immer darauf achten, seid ihr regular, seid ihr goofy? Also steht ihr mit dem rechten Bein vorne oder mit dem linken Bein vorne? Achtet auch da natürlich beim Kauf drauf. Das ist manchmal ganz wichtig und auch nicht unentscheidend. Und Tipp Nummer 5, achtet natürlich auf richtiges Zubehör. Also natürlich ganz klar, die Bindung ist ganz wichtig, aber auch die Boots. Guckt, dass es zueinander passt, dass es harmoniert. Das kann man nur empfehlen. Oftmals haben Hersteller ja auch entsprechende Bindungen und Boots im Angebot. Das waren die 5 Kauftipps zum Thema Snowboard. Unter dem Video findet ihr den direkten Link zu den Produktempfehlungen. Also klickt einfach drauf und bei Gefallen so rum könnt ihr es direkt schon per Knopfdruck bestellen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf unserem YouTube-Kanal Sport und Abenteuer, auf dem roten YouTube-Abonnier-Button. Einfach draufklicken und dann guckt euch einfach noch viele weitere interessante Videos an zum Thema Testvergleich, zum Thema Kauftipp, zum Thema Produktinformation und. Kann nur sagen, reinschauen lohnt sich. Und jetzt seid ihr dran, einfach mal unten reinklicken und wir sagen jetzt schon mal zu euch, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, macht's gut. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.